Hallo liebe Zuschauer, scharfe Haken sind beim Karpfenangeln ein absolutes Muss. Wie Sie Ihre Haken super scharf bekommen, zeige ich Ihnen in diesem Video. In diesem kleinen Täschchen bewahre ich alles auf, was wir dazu benötigen, um die Haken super scharf zu bekommen. Starten wir mit der Klemme. Das ist die von Jag aus England. Da kann man den Haken prima einklemmen, was ich hier schon gemacht habe. Und später kann man eben auch die Klemme als Führungsschiene verwenden, wenn man die Pfeile entlang führt. Das zeige ich Ihnen gleich noch. Das hier ist die SP Max File von Jag. Das ist eine etwas rauere Pfeile. Mit der kann man relativ viel Material vom Haken entfernen, um dann später den Feinschliff mit den feineren Pfeilen zu vollziehen. Die grüne Variante ist die feinste und die rote ist das Medium-Modell. Ich verwende meistens zum Abrunden, Abschleifen am Schluss des Hakens die grüne Variante. Die beiden eignen sich auch prima dafür, wenn man einen Haken hat, der eigentlich noch relativ scharf ist, aber man noch so ein kleines bisschen den noch schärfer machen möchte. Dann nimmt man einfach die feinen Modelle. Um beim Schleifen alles zu kontrollieren, habe ich eine kleine Lupe. Die ist beleuchtet, kann man sogar auch im Dunkeln verwenden. Und da sieht man eben prima, ob der Haken auch optisch scharf aussieht. Wenn der Haken dann fertig geschärft ist, gibt es die Jag Pens in vier verschiedenen Farben. Da trägt man einfach ein bisschen Farbe auf und das schützt dann den Haken bzw. die Hakenspitze vor Rosten unter Wasser. Also legen wir mal los. Ich habe hier schon einen Haken eingeklemmt. Ich verwende folgende Technik, und zwar, dass ich entlang des Hakens auf beiden Seiten, so sagen wir 4 bis 5 Mal zum Starten entlang fahre. Ich mache das jetzt einfach zu Demonstrationszwecken nur einmal. Fahren Sie schön gleichmäßig, ohne großartigen Druck, einfach entlang der Hakenspitze parallel und dann auf der anderen Seite auch 4 bis 5 Mal und dann zum Schluss. Das hier ist jetzt ein Haken mit einer geraden Spitze, fahre ich auch parallel entlang. So in gleichmäßigen Bewegungen 4 bis 5 Mal. Zwischendurch kann man einfach auch so mit dem Finger das abgetragene Material entfernen. Wenn Sie einen Haken verwenden, der eine nach innen gebogene Spitze hat, gucken Sie, dass Sie bei dieser Bewegung einfach den Konturen der Hakenspitze folgen und sie dadurch schärfen. Also jetzt haben wir, sagen wir 4 bis 5 Mal, alle drei Seiten abgefeilt, testen das Ganze mal und sehen, okay, der Haken ist schon relativ scharf. Wir können uns das Ganze auch noch unter der Lupe anschauen und sehen, das sieht eigentlich ganz gut aus. Wenn Sie zufrieden sind, also ich teste das immer am besten so mit dem Daumen, und wenn es wirklich gut greift, ohne dass man großartig Druck ausübt, ist der Haken scharf. Manche machen es auch im Nagel, das mache ich eigentlich nicht so gern, weil das, denke ich, die Spitze schon wieder einen Tick stumpf macht. Also testen Sie es einfach so, wie Sie es für gut erachten. Wenn wir jetzt die Spitze eigentlich schon so haben, wie wir sie haben wollen, dann nehme ich wieder die grüne Feile und feile genau, wie ich es gerade eben gemacht habe, an beiden Seiten und oben noch ein bisschen drüber mit langsamen Bewegungen, um das Ganze schön glatt zu machen. Dann entferne ich mit dem Finger das abgetragene Material und jetzt ist der Haken eigentlich schon einsatzbereit und scharf. Da ich aber verhindern möchte unter Wasser, dass der Haken rostet, gerade wenn ich die Ruten länger liegen lasse und verschiedene Gewässer reagieren da auch anders, beziehungsweise der Haken reagiert an unterschiedlichen Gewässern anders in Bezug auf sein Rostverhalten. Dementsprechend nehme ich einfach den Stift, trage hier vorne ein bisschen der Flüssigkeit auf, lasse es trocknen, das dauert nicht lange und dann ist mein Haken super scharf und einsatzbereit. Und wenn ich einen Fisch gefangen habe und der Haken nicht mehr scharf ist, kann ich diesen Prozess einfach nochmal wiederholen. Und auch neue Haken aus der Tüte kann ich auf diese Weise super scharf bekommen. Und ich bin mir sicher, dass mir das schon den einen oder anderen extra Fisch beschert hat. Probieren Sie es auf jeden Fall mal aus. Viel Erfolg!